Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Mui saftigen Episode Let's Play Assassin's Creed Mirage. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir quasi angefangen. Wir sind in die Rolle von dem lieben Basim geschlüpft, seines Zeichens Meisterdieb, der so ein bisschen Existenzprobleme hat, ne? Er möchte so ein bisschen bei den Assassinen mitmischen und ist aber eher gerade so der Laufbursche von den Assassinen. Wie es weitergeht, Freunde, nach dem Intro. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir ist nun so. Oder nicht? Geh du voran. Los. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Hallo, Basim. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Die beste Idee, EU-West, Alter. Beim Kalifen einfach mal einsteigen. Da ist er, der Winterpalast. Jo. Komm, hier lang. Ich folge dir. Sieht aber krass nach Hochsommer aus, ne? Und nicht irgendwie nach Winter. Leute, das wird so geil, Alter. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Oh. Ah, perfekt. Alle pennen. Und? Wir gehen rein. Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Okay, stiehl dich in den Winterpalast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Jassib sah, wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weitgehend unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist es das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Suche nach Möglichkeiten. Ja? Dich in den Palast zu schleichen, da haben wir mehrere. Einmal die Assassinen, also einmal so getarntmäßig, so undercover. Und dieses Treppensymbol, das kennen wir auch. Das kennen wir ja aus Assassin's Creed Valhalla. Was ein geiler Titel. Geiler Titel. Es ist dunkel genug. Komm. Nihal. Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Aha, erstmal alles voll mit Mond. Abmurksen, hallo.
Nein, wir machen hier alles so weit es geht, wie wir es können. Stealth natürlich, ist doch klar. Ist aber interessant, Alter. Ist aber interessant, dass sie den Weg in den Palast kennt. Niemand kann Unruhen gebrauchen. Wir sind zweifellos hier, um für Frieden zu sorgen. Bewegung, sonst lasse ich dich zurück. Bist du schon Arsch, Alter? Ich bin direkt an deinem Arschlöchlein. Kille, kille. Oh, komm, mach, 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 mach. Ab jetzt sachte. Alter Schwede. Bin so angespannt gerade, ey, Junge, Junge. Gesehen? Die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger an, wenn du so redest. Ich frag mich ja nur, warum man sich so anzieht. Übrigens an ihrer Stelle über den Teppich gehen. Schlicht und ergreifend Teppiche dämpfen Schritte ab. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um. Wo ist mein Adlerauge? Kann ich mein Adlerauge nicht verwenden? Ah. Okay, das heißt... Ah, da drüben ist der Schlüssel. Ja, erstmal auch an den rankommen, ne? Es wird... Das Problem. Oh nein. Scheiße. Als Ausholbewegung, als mir West, mir gefällt nicht, wohin das Land. Das fällt auf, oder? Das fällt safe auf. Eine andere Idee. Fall doch runter. Geht nicht. Lass hier runter. Ich war da rein. Er will sich ja nicht droppen lassen, ne? Auf Teufel komm raus nicht. Gar nicht gescheckt, dass da einer hockt, Junge. Die scheiß Treppe. Egal. Oh nee, da sind die ja wieder, die Kackpratzen. Also, die gehen die ganze Zeit im Kreis. Da habe ich schon eine Idee, wie wir das lösen. Wollen sie auch ruhig weiter da im Kreis laufen. Die laufen halt ihre Patrouille. Das heißt, wir warten kurz, dann verpissen die sich dort. Genau, die waren zu dritt ausgezeichnet. Ja. Oh.
mehr. Also geht's natürlich auch. Ich wollte eigentlich einen Taschendiebstahl machen. Ganz klassisch, aber man so. Komm her. Und gib mir deinen Schlüssel. Es ist besser so. Es ist viel besser so. Dankeschön. Dadurch, dass der hier gerade in seinem Mond rumliegt. Das war schon einigermaßen Stealth. Sehr schön, sehr schön. Hast du einen Schlüssel gefunden? Ja, selbstverständlich habe ich einen Schlüssel. Dieser Mann öffnet dich. Jo, ja. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm. Ihr Entlern, der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Truhe. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Oh shit. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es läge mir fern. Das ist die Gelegenheit. Oh ja. Ich habe eine grobe Vermutung, was in dieser Truhe sein könnte. Da kommt jemand. Oh. Komm, hier lang. Sieht ruhig aus. Ja, schnell rüber. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Oh. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Bleibst du bitte in der Hocke? Oh yeah. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich. Lol. Oha. Basim. Du hast mal als Marmel als Sassi. Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! LOL! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Fass den Burschen! Oh, fuck!
Okay, wir sollten ganz schnell weg. Scheiße, wir haben ein Problem, Alter. Der Kalif. Lass mich durch. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hier kommt niemand vorbei. Oh doch. Oh fuck, Mann. Oh, scheiße, weg. Oh, es ist so günstig. Da bist du ja. Hi. Tschüss. Oh Gott. Was eine geile Mission. Ist wie früher. Ist original wie früher. Alter. Oh. Ganz schnell. Oh ja, Sichtkontakt ist unterbrochen. Komm her. Nein, das haben die gescheckt. Ach, come on. Ist wirklich wie früher. Oh. Haha, was machst du denn, du Trottel? Wir warten. Wir warten noch. Ja, sie hat. Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Geschenk für dich, Feigling. Sie ist bestimmt zu Hause. Okay, 85 Meter trennen uns noch. Ist das eine kranke Mission? Jawohl! Die Anonymität, das hat funktioniert. Die Gegner haben aufgehört zu suchen. Du bist schon wieder unbekannt. Um Kämpfen zu entgehen, bla 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 und so. Das wird uns mit Sicherheit im Laufe des Spiels. Hä? Noch einige Male. Mist. Entgegenspringen diese Nachricht. Ein Versteck. Irgendwo. Oh nein. Oh. Wir sind wieder anonym. Verhaltet euch ruhig. Ist nur noch 40 Meter, Leute. Yes, Alter, wir haben's. Bist du hier? Ja, Ben's! Oh mein Gott! Scheiben kennen wir doch. Die waren ein Teil eines Schlüssels oder einer Karte. Irgendwie so war das. Nein! Hör auf! Bitte! Was willst du von mir?
ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder, einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Oh, yeah. Die Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen. Ja, das ist ein enormes Problem. Aber ein Problem, Ladies and Gentlemen, was mir erst... Ich weiß, mieser Cliffhanger, ja, aber es passt gerade gut. Ein Problem, was wir erst in der nächsten Episode in Angriff nehmen, würde ich sagen, oder? Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner zu Gaming, Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Genauso vorbeischauen, Twitch. Jetzt gerade, wenn die Episode online ist oder online kommt, bin ich gerade live auf Twitch. Also, schaut gerne vorbei, würde mich freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Öl und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.